Hi Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut und willkommen oder willkommen zurück, Freunde. Endlich wieder auf YouTube. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und Freunde, es geht natürlich wieder rund um Bücher. Und zwar geht es um, ihr seht schon, meine ganzen deutschen Dark Romance Bücher, Freunde. Ich wurde so unglaublich oft gefragt und ich dachte, meine Sammlung, was deutsche Dark Romance Bücher angeht, ist schon so groß geworden, dass ich das echt auf YouTube zeigen muss, weil auf TikTok, das sind einfach zu viele. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht, ich habe drei Regalbretter mit deutschen Dark Romance Büchern und habe die dann auch noch ein bisschen hier hochgezogen, weil ich einfach, ihr seht selber, absolut keinen Platz mehr habe. Ja, ich würde sagen, wir starten. Und hiermit nochmal ein echt wichtiges PSA, Leute. Das sind alles, wie gesagt, Dark Romance Büchern. Und bei Dark Romance Büchern ist es unglaublich wichtig, dass ihr immer und bei jedem einzelnen Buch wirklich in die Trigger und Content Warnings reinschaut, die euch durchlest und euch wirklich sicher seid, dass ihr mit den Themen, die behandelt werden, auf jeden Fall klarkommt. Und wenn ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich fange mit den vier Büchern an, die da oben standen. Genau, das sind einfach die Bücher, die wirklich einfach nicht mehr hier reinpassen. Deswegen habe ich es nach oben gezogen zu den englischen. Okay, fangen wir an mit meinem Current Read, Leute. Und das ist Bloody Pledge von Christine Glimmer. Dieses Buch ist krass. Leute, ohne Witz, also ich bin jetzt bei Seite 160 ungefähr. Und ihr müsst euch vorstellen, man ist wirklich direkt im Geschehen. Also die Spannung ist direkt da. Ich weiß gar nicht, wie viel ich über die Bücher reden kann, ohne dass das Video jetzt eine Stunde lang wird. Aber es geht auf jeden Fall um ein Mädchen, das basically in die Hände von zwei unglaublich gefährlichen Männern gelangt. Und jetzt ist das Ding halt, dass diese Männer sie halt kidnappen, Leute, und gefangen halten. Und jetzt ist es halt wirklich so ein Spiel um die Freiheit. Und ich bin unglaublich gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil, wie gesagt, ich bin erst bei 160, kann auch nichts groß dazu sagen. Ich weiß einfach nur, dass es sehr dark sein soll, dass der Twist unglaublich gut werden soll und ich bin sehr gespannt. I don't know, ich glaube, der Typ wird sie halt wirklich in den Bann ziehen. Ich glaube schon. Safe. Deswegen, we will see, Leute. Ihr bekommt auf jeden Fall Rezensionen, Leseupdates, alles auf TikTok. Machen wir weiter mit Mr. und Mrs. Rodriguez, Leute. Das habe ich auch vor kurzem erst zu Ende gelesen. Das ist auch vor kurzem erst erschienen, tatsächlich, Leute. Das ist nämlich von J.G. Rowse, Leute. Es sieht wunderschön aus, Leute. Und da steht literally drauf, geklaut, verlobt, verheiratet. Oh, ich habe das Buch echt gemocht. Ich muss euch ehrlich sagen, es hat für mich... Also das Ding ist, das Buch ist unglaublich ausführlich geschrieben. Es ist sehr ausführlich geschrieben. Und wenn ein Buch halt ausführlich geschrieben wird, kann es sehr schnell, I guess, an Spannung verlieren. Weil halt gewisse Szenen wirklich so lang gezogen werden, dass man sich irgendwann denkt, okay, wann wird es denn endlich jetzt aufhören mit dieser Szene? Zum Beispiel, okay? Bei mir war es jetzt in ein, zwei Szenen ungefähr bei dem Buch so. Da fand ich es ein bisschen in die Länge gezogen, ein bisschen träge. Aber ich freue mich trotzdem unglaublich auf den zweiten Teil. Ich glaube, ich wurde schon ein bisschen gespoilert, was den zweiten Teil angeht, weil das sind nämlich alles Wattpad-Bücher gewesen, die es jetzt auch hoffentlich bald alle in Physical Form geben wird. Deswegen bin ich unglaublich gespannt. Und ich hoffe aber nicht, dass der Spoiler stimmt. Ich hoffe einfach nicht. Okay, machen wir weiter mit Smoke von J.S. Wonder. Das Buch habe ich tatsächlich noch nicht gelesen und ich weiß auch gar nicht so genau, um was es geht. Es geht auf jeden Fall um Cowboys und a Girl und er ist richtig obsessed mit ihr, er ist jetzt richtig besitzergreifend mit ihr und es ist natürlich Dark Romance, heißt, das sind ein bisschen kontroverse Themen im Spiel. Deswegen, we will see, um was es wirklich geht und wie es wird. Auf jeden Fall ist es Band 1 und ich bin schon sehr gespannt, weil Cowboy Dark Romance habe ich noch nie in meinem Leben gelesen. So, we will see, wie das sein wird. Auf jeden Fall bekommt ihr Rezension ebenfalls alles auf TikTok. Okay, Freunde, machen wir weiter mit Unintended, also der Deathly Bastards-Reihe von GTA Vim. Erstens, ich finde, die Bücher sehen unglaublich gut aus. Das spiegelt jetzt zwar richtig krass wegen meiner Ringleuchte, aber Leute, ich finde, die Bücher sind wirklich wunderschön. Das Ding ist, das spielt alles in einer University und ich habe jetzt tatsächlich euch schon ein paar Dark Romance sowie Nicht-Dark Romance Bücher gelesen, die halt in Universities spielen, in Colleges etc., High Schools. Und ich finde, bei dem Buch ist es leider so, dass da, es gibt nichts, was das Buch, also was wirklich so hervorsticht. Versteht ihr, was ich meine? Es fühlt sich an, wie als würde ich, wie als wäre das so ein, I guess in a way, ich will das auch gar nicht so sagen, das klingt so gemein, aber so ein Standard-College-University-Dark-Romance-Buch. Es war trotzdem unglaublich gut, es war trotzdem richtig gut. Die Twists und Turns waren sehr, sehr gut und ich habe die Dynamik zwischen beiden, also zwischen den Protagonisten, echt sehr gemocht. Das Ding ist, dass mir tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, ein paar Trigger-Warnungen in dem Buch gefehlt haben. Ich weiß nicht, ich habe das Buch gelesen und ich habe mich wirklich bei manchen Sachen war ich sehr überrascht. Vor allem, weil eine Szene direkt am Anfang passiert, war ich so, whoop, okay, I mean, das habe ich jetzt absolut gar nicht erwartet. Also in a way, ich liebe Überraschungen, aber vielleicht für den einen oder anderen, der halt wirklich, I guess, gerade mit Dark Romance anfängt und immer noch, was gewisse Themen angeht, sehr sensibel ist, kann es sehr schwer werden oder auch sehr gefährlich werden. Deswegen, I don't know, bei dem Buch ist mit Trigger und Content Warnings auf jeden Fall aufzupassen.
Okay, wenn wir schon auf der Seite angefangen haben, dann machen wir direkt auf der Seite auch weiter. Und zwar ist das erste Buch, Leute, mein absolut erstes Jahreshighlight für dieses Jahr. Und das ist Spieglein, Spieglein von Michelle Tate. Oh mein Gott, also erstens, es ist nicht Dark Romance, es ist Dark Romantasy, also Dark Romance Fantasy. Und das ist tatsächlich mein erstes Buch gewesen in dieses Genre. Und Leute, es ist wie gesagt mein absolut erstes Jahreshighlight für dieses Jahr. Und das habe ich direkt gecheckt. Ich war noch nicht mal bei der, ich glaube, ich war schon bei der Hälfte oder über der Hälfte und dachte mir, nein, oh mein Gott, das ist unglaublich. Das ist absolut mein Jahreshighlight und ich habe das auch schon, also ich habe das wirklich fast in einem Zug, an einem Tag durchgelesen. Es ist unglaublich gut gewesen. Ich liebe das Buch. Es hat, es ist ja Romantasy, also es hat mit Fantasy zu tun, deswegen ist es auch wirklich, es beinhaltet Magie und es ist nicht nur Magie und Romantasy, es ist tatsächlich inspiriert von Schneewittchen. Und das finde ich krass. Okay, als ich das gehört habe, war ich so, oh mein Gott, what? Seht ihr den Spiegel im Hintergrund, den Apfel? Leute, es ist, und Spiegel, Spiegel, allgemein der Titel. Spiegel, Spiegel, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ja, es ist unglaublich gewesen, Leute. Ich liebe es. Der zweite Teil kommt bald raus und ich kann es kaum abwarten, Leute. Ich werde diesen zweiten Teil werde ich inhalieren. Ohne Witz, ich glaube, ich werde nicht schlafen, weil ich muss noch wissen, wie es weitergeht. Ich liebe den Typen. Ich liebe den Typen im Buch. Obwohl er echt, er ist Psycho, er ist dark, he's a murderer. Check, was ich meine, er ist literally a demon, okay? Aber er ist nicht so a demon, so wie wir Dämonen kennen, sondern er ist basically, in a way, auch, also, ihr Dämon. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich liebe dieses Buch unglaublich. Das Mädel hat mein ganzes Herz. Sie ist so, sie ist halt wirklich a strong female character, aber sie ist trotzdem so soft irgendwie. I don't know, it's, oh, ich liebe die beiden unglaublich. Auch die Dynamik zwischen den beiden, es ist wirklich so ein Enemies to Lovers, obwohl da passiert nicht wirklich viel Romance, also nicht so viel Lover to Lover, checkt ihr? Sehr viel Enemy, aber nicht so richtig to Lover. Ziemlich unglaublich gespannt auf den zweiten Teil, Leute. Und ich bin einfach so unglaublich gespannt. Ich habe dieses Buch, Leute. Ich liebe es mit meinem ganzen Herzen. Ich bin unglaublich gespannt auf den zweiten Teil. Tears of Tess ist auf Deutsch. Ich habe das auch auf Englisch da. Englisch ist Originalsprache. Das ist die Übersetzung. Ich bin richtig gespannt, weil dies wurde mir von sehr, sehr vielen empfohlen, weil es unglaublich stark sein soll. Ich habe es noch nicht gelesen, by the way. Deswegen kann ich noch nichts dazu sagen. Warum konnten die nicht so ein J draus machen, Tears of Jazz? Ich will nur ein Buch lesen. Check dir all diese Bücher. Und in all diesen Büchern gibt es... Okay, doch. Eins bei Soulmate Equation von Christina Lauren heißt sie, glaube ich. Da heißt die Protagonistin Jazz. Das Buch habe ich mir auch nur geholt, weil sie Jazz heißt. Aber das Buch war gar nicht gut. Egal, das ist doch gar nicht die Rede. Wir reden über Tears of Tess. Leute, ich schweife mal so schnell ab, was Bücher angeht. Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr schade, dass es so wenige Bücher gibt, wo die Protagonistin Jazz heißt. I really would have loved dieses J. Check dir nur so ein kleiner Strich, nur so ein kleiner Hui, und dann wäre es schon Jazz. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, wie das Buch sein wird. Vor allem, weil, wie gesagt, es soll halt verrucht heißt und ergreifend. Well... Okay, machen wir weiter mit Teil 1 und 2 der Dark Castle-Reihe, heißen die, glaube ich, von DC Odessa. Ich habe den ersten Teil gelesen, den Teil habe ich erst gestern bekommen. Der Teil ist auch erst vor kurzem rausgekommen, by the way. Tolle Bücher. Also das Buch, ich kann jetzt nur über das Buch reden, das ist der erste Teil, das ist der zweite Teil. Dark Theme Castle. Leute, ich weiß ehrlich nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich habe das Buch regelrecht verschlungen. Also ohne Witz, ich habe das inhaliert, basically. Eine ganze Rezension findet ihr auf jeden Fall auf TikTok, Leute, aber ich kann nur sagen, das Buch war unglaublich gut, weil es ist wirklich sehr dark und es hat sehr viele Überraschungseffekte und sehr viele Geheimnisse und I don't know, man ist halt wirklich direkt in dem Buch. Man ist direkt in der Geschichte, man ist direkt in der ganzen Spannung und es hält einen halt wirklich auch drin. Also wirklich, die Spannung lässt einfach nicht nach und der Cliffhanger ist natürlich auch sehr stark. Deswegen freue ich mich riesig auf den zweiten Teil, weil ich muss einfach wirklich wissen, wie es weitergeht. Und Leute, ihr könnt mir nichts sagen, aber die Bücher sind halt auch einfach wunderschön. Also ich habe eh so einen dicken Faible für wunderschöne Bücher. Und manchmal kaufe ich auch Bücher nur wegen dem Cover. Aber bei dem ist es halt mainly der Inhalt. Also wirklich krass. Und Leute, by the way, das ist Reverse Harem, okay? Das ist Dark Romance Reverse Harem. Und da habt ihr mich schon. Da habt ihr mich schon. Weiter mit Never Regret, Freunde. Ich weiß ehrlich nicht mal, wo ich anfangen soll. Also erstens, die Autorinnen, Karen und Daphne, sind wirklich die absolut süßesten Herzensmenschen auf dieser ganzen Welt. Ich liebe die beiden so, so sehr. Und erst, also Leute, da Bücher, es ist der Farbschnitt, es ist so, so schön. Und die Geschichte, Leute, es ist Club Romance, es ist sehr hot, it's really hot. Und es ist Brother's Best Friend. So, in a way, es ist auch schon irgendwo Forbidden Romance, weil, well, der Bro-Codex. Not even, das ist nicht mal ein Bro-Codex, oder? Es ist doch sogar schon so ein Best Friend-Sister-Codex.
I don't know. Ich habe das Gefühl, das ist schon irgendwo ein Kodex, dass man nichts mit der kleinen Schwester vom besten Freund anfangen sollte. Well, in that way, Creed, guys, Creed und der Club, Daphne und Karen, ich glaube, wir sollten uns mal zusammensetzen und diesen Club mal in Real Life planen. Weil ich habe schon eine Eintrittskarte, Leute. Ich habe einfach die kleine Karte. I really wanna go to there. I really wanna go to there. Weil, Leute, es ist so gut gewesen. Es ist so gut gewesen. Und Leute, when you read that, just remind yourself, diese eine, I don't know, das Spiegelzimmer. Oh mein Gott, I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. Okay, Leute, auf jeden Fall, ich habe das Buch unglaublich geliebt. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, weil im zweiten Teil geht es natürlich um den Bruder. We will see how dark the brother is. Okay, Freunde, machen wir weiter mit drei Büchern von Umbra Care. Das erste ist Aster Breath oder Aster Breath. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ich lege mal die anderen beiden runter, sonst ist das zu schwer. Wo soll ich anfangen? Das perfekte Buch für Dark Romance Einsteiger. Weil es werden Themen angesprochen, aber es geht nicht in diese ganze Dark Romance Materie. Also es geht nicht wirklich rein in diese Themen und es wird nicht wirklich krass groß behandelt. Der Typ, Leute, der Typ ist literally the fucking blueprint. I really want a Sindre, okay? Give him to me. I want a man just like that. Leute, ohne Witz, er ist unglaublich. Er ist einfach unglaublich. Er ist so protective, consent seeking. Er ist richtig, er ist einfach toll, okay? Obwohl er ein Dark Romance Man ist, so, you know, Dark Romance Bookman, ist er trotzdem einfach unglaublich toll. Ich hab's so geliebt, Leute. Und es ist Boyfriend's older brother. Also der ältere Bruder vom Freund ist Sindre. Shadows and Sins von Umbra Care und das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber es ist Dark Mafia Romance. Ich habe schon unglaublich gute Rezensionen gesehen, Leute, und allgemein die Passagen und so, die ich auch gelesen habe, auch auf der TikTok-Seite von Umbra Care, die TikToks, die sie postet und so, hat sich alles unglaublich gut angehört. Aber mit den ganzen, so hoch wie meine TBR ist, ich weiß echt nicht, wann ich zu den ganzen Büchern komme, weil da auch noch eine Menge Bücher drin sind, die ich noch nicht gelesen habe. Machen wir aber weiter mit Crucify von Umbra Care und das, Leute, ist Starker Romance und Russian Stalker Romance, okay? Das Ding ist, die Backstory von denen zwei, also von den zwei Protagonisten, wie er ihr Stalker geworden ist und so und warum die sich schon davor irgendwie irgendwo kannten, ist wirklich crazy. Es ist verrückt, Leute. Ich hab's echt gemacht, so. Natürlich. Stalker Romance. Machen wir weiter mit Privileged Villain von Valeska Knight und das erste, Leute, das Cover, das ist bodenlos, wirklich. Das ist so wunderschön, die Goldfolierung und so. Es ist unglaublich. Ich liebe dieses Buch. Schon vom Aussehen her ist es einfach unglaublich, wirklich. Und dann, Leute, die Geschichte. Es ist ebenfalls so University, School, Dark Romance, Dark Academia. Es ist basically nicht mal Dark Romance so labelt. Es ist mehr Morally Grey Romance. Es ist, wie gesagt, es ist sehr Enemies to Lovers. Es ist auch Bully Romance, also labelt Bully Romance, aber ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen darf, ohne zu spoilern. Deswegen höre ich, glaube ich, hier auch irgendwo schon auf. Und jetzt kommen wir zu all meinen Büchern von Miss Bibi Stiffers. Meine, fangen wir an mit Unnoticed. Das ist Band 1 und das ist Band 2. Ich glaube, ich kann nicht mehr so viel reden, sonst habe ich im Endeffekt wirklich ein 30-Minuten-Video. Aber Leute, es geht auf jeden Fall darum, dass es ist ein Mädchen und der Bruder ist verfeindet mit diesem einen Typen, okay? Und dieser eine Typ will sie basically kidnappen. Kommt aber nicht so richtig dazu. Das klappt nicht richtig im ersten Band. Und die laufen sich literally in die Arme und sind gestrandet in a way. Da passiert ganz schön viel, okay? Ganz schön viel Drama, Mama. Im zweiten Teil schafft er es dann doch, sie zu kidnappen und erfährt, wer sie wirklich ist und so. I don't know, it's really crazy. It is crazy. Ich hab's unglaublich geliebt. Das Ganze spielt in Regenwald. Und ich hab's, wie gesagt, unglaublich geliebt. Ich hab das Bücher regelrecht verschlungen, Leute. Und ich kann die euch wirklich sehr ans Herz legen. Sehr ans Herz legen. Dann machen wir weiter mit der gesamten Voodoo Saints Reihe, Leute. Ich habe die ersten drei Teile schon gelesen und ich muss, also es heißt Voodoo Saints, I know, aber es geht nicht um dieses Voodoo, wie wir es kennen. Wo soll ich überhaupt anfangen, Leute? It's really spicy. It is really spicy. Jedes Buch, also die ersten beiden Bücher gehen um zwei Protagonisten und dann kommt in den anderen Büchern jedenfalls andere Protagonisten und ich bin wirklich riesig gespannt. Ich habe, wie gesagt, die ersten drei Teile schon gelesen und auf jeden Fall der dritte, das ist mein Liebling, Leute. Es geht um Billy und ich liebe Billy wirklich so, so sehr, Leute. Und es ist für mich eine unglaubliche Ehre, dass mich Miss Bibi Stiffers, also Miss Bree, meine absolut liebste Maus, die Autorin, mich als Billy sieht. Oh mein Gott, als sie das gesagt hat, war ich so, wait, what? Ich liebe sie so unglaublich sehr und ich habe mich selber auch sehr stark mit ihr verglichen. I don't know why. Aber Leute, ich kann euch diese Reihe auch auf jeden Fall sehr ans Herz legen und ihre Bücher lassen sich unglaublich leicht lesen. So, give it a go.
Dann machen wir weiter mit Some Dark Liars von Bebe Stiffers natürlich. Leute, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ist auch erst vor kurzem rausgekommen und heute bei mir angekommen zu Hause. Deswegen, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin unglaublich gespannt auf dieses Buch, weil ich habe die Charakterkarten gesehen und ich habe die auch auf TikTok gezeigt, Leute, deswegen check it out. Und es soll Reverse Harem sein, Dark Romance Reverse Harem, Leute, ihr habt, I'm sold, okay? Und deswegen bin ich unglaublich gespannt, wie das sein wird und we will see, es ist auf jeden Fall unglaublich wunderschön, Leute. Das zweite Buch, das hier drin ist, kann ich euch leider nicht von vorne zeigen, because da sind Menschen drauf und das kann sehr gefährlich werden. Ich zeige es euch mal so. Kann man das jetzt richtig sehen? Ich glaube schon. Es heißt Block Me. Deswegen, we will see how that is. Es ist auf jeden Fall auch nicht labeled Dark Romance. Es ist Deep Dark Erotic. Genauso wie Trust. Das sieht wunderschön aus. Die Farbe ist unglaublich. Ist, ja, genau, der Legends Club. So, we will see, wie das sein wird, Leute. Ich bin unglaublich gespannt. Ich bin sehr gespannt. Nachtlichtreihe von Bebe Stiffers. Das ist nämlich auch nicht Dark Romance Label, das ist Dark Romantasy. Also genauso wie Spieglein, Spieglein geht das in die Dark Romance Fantasy Richtung. Die Bücher habe ich auch noch nicht gelesen. Es soll aber, soweit ich weiß, komplett um Vampire und so gehen. Und da bin ich richtig gespannt, weil die Charakterkarten, die ich damals bekommen habe für die Bücher, waren so richtig Vampire Diaries inspired. Und ich war so, oh my god, I'm sold. Ich liebe Vampire Diaries für mein Leben. Und deswegen bin ich wirklich unglaublich gespannt, wie das sein wird. Also Leute, falls ihr wirklich Vampire Romance in die Richtung der Vampire Diaries sucht, give it a go. Give it a go. Okay, kommen wir jetzt zu meinen Büchern von Sally Dark. Und Leute, das erste ist natürlich die Alice-Reihe. Das sind drei Teile, Leute. Das ist der erste Teil, das ist der zweite und das dann Crossover, I guess, heißt das, ja. Sagt, es ist wirklich so Alice in Wonderland inspired. Genau, das war auf jeden Fall die Alice-Reihe. Dann kommen wir zu Kings of Vegas, Leute. Das ist deutsch, also das, ja, sind alle deutsch, guten Morgen. Aber es ist auf jeden Fall Reverse Harem, Leute. Und bei Reverse Harem habt ihr mich auf jeden Fall. We will see, wie das sein wird. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Die Alice-Reihe habe ich, by the way, auch noch nicht gelesen. Und dann haben wir hier The Princess and the Beast. I really don't know, wie das sein wird. Ich habe absolut, I really don't know. Und jetzt kommen wir zur Kingdom-Reihe von Sally Dark und Sam Woods, Leute. Das haben die nämlich zusammengeschrieben. Und in den Büchern geht es auf jeden Fall um zwei Königreiche, um das Schwarze und das Weiße Königreich. Und die jeweiligen Könige, die sich halt bekämpfen mit den jeweiligen Damen und so. Und das ist halt wirklich echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wirklich, was die beiden angeht. Und dann erkennt man auch noch wirklich, warum die das alles machen und die Beziehung zueinander und so. Und es ist halt wirklich unglaublich. Der dritte Teil ist mein Lieblingsteil. Der hat mich absolut komplett auseinandergenommen. Ich habe geheult, ich war sauer, ich war glücklich. Am Ende war ich so, das ist absolut crazy einfach. Ghost-Reihe von Sally Dark, Leute. Das ist der erste Teil und das ist der zweite Teil. Und das ist A Bad Girl Romance. Ich kann euch zu den Büchern auch noch nichts sagen, weil ich die Bücher auch noch nicht gelesen habe. Ich finde das halt so schade, ne? Man hat wirklich so wenig Zeit, aber so unglaublich viele Bücher, so unglaublich viele tolle Bücher und einfach keine Zeit, die alle zu lesen. Weil ihr seht selber, ich habe sehr viele davon noch nicht gelesen. Aber Bücher kaufen und Bücher lesen sind zwei unglaublich unterschiedliche Hobbys. So, I'm never gonna stop buying books, even though I have like 200 I haven't read before. Okay, ja, meine kurze englische Sequenz war natürlich ganz, ganz wichtig. Natürlich. Okay, Leute, dann machen wir weiter mit der Dark Romance-Reihe, die mich auf wirklich Dark Romance, also Deutsch Dark Romance, komplett gebracht hat, Leute, die mich unglaublich total überzeugt hat und nicht nur wegen dieser Reihe, kann ich auch direkt so sagen, diese ganzen Bücher sich bei mir angesammelt haben, weil, ich weiß nicht, diese Bücher haben wirklich, also diese Reihe hat mir wirklich Dark Romance, also die deutsche Dark Romance Welt geöffnet und ich rede über die November's Death Reihe, Leute, von Electra White. Holy moly Donut Shop, Leute, die Geschichte um Dante und Winter. Leute, ich kann euch die wirklich ans Herz legen. Wenn ihr, das Ding ist, ihr müsst echt aufpassen, weil die schon sehr hart sind. Das werden wirklich sehr kontroverse, sehr groteske Themen bearbeitet. Und wirklich, es geht sehr ins Detail. Es geht wirklich sehr ins Detail. Deswegen seid bitte, bitte sicher bei den Content- und Trigger-Warnings, dass ihr damit klarkommt. Vor allem der dritte Teil, der wird euch halt wirklich komplett auseinandernehmen. Der war bodenlos. Kommen wir zu Obsessed und Possessed, Leute. Die beiden Bücher wurden mir unglaublich oft von euch empfohlen. Das ist der erste Teil, Obsessed, und das ist der zweite Teil, Possessed. Erstens, die sehen ja wunderschön aus, ne? Also das ist wirklich, das ist krass. Die Covers sind wunderschön. Es geht auch um Stalker-Romance und that's basically the only thing I know. Und genau deswegen wollte ich auch die Bücher, weil Leute, Stalker Romance, you already got me. I'm sold. Checkt, was ich meine. Aber ja, die Bücher wurden mir sehr, sehr oft von euch empfohlen. Die sind von Don Boss und Maria O'Hara. Da oben seht ihr es nochmal.
Ich bin sehr gespannt, was die beiden Bücher angeht. Ich habe die, wie gesagt, noch nicht gelesen, aber hoffentlich ganz, ganz bald. Okay, dann kommen wir zu einem weiteren Buch von Dawn Booth und Marie O'Hara. Und das ist die, also das ist das Buch Garden of Sins. Ich glaube, das ist auch wirklich eine ganze Reihe. Dark Romance natürlich. Ich weiß, wie gesagt, also ich weiß bei dem Buch auch nicht, um was es geht. Es wurde mir nur unglaublich oft empfohlen, deswegen, und geschenkt. Deswegen, we will see, um was es da drin geht. Auf jeden Fall ist es ein echter Brocken. Weiter mit der Scandalous-Reihe. Ich habe das erste Buch schon gelesen. Oh, machen wir das mal so. Okay, das ist die Scandalous-Reihe. Ich habe den zweiten Teil noch nicht mal ausgepackt. Das Ding ist halt, es geht halt in der Scandalous-Reihe um einen Mord. Okay, um einen Mord, der halt, ich weiß nicht, in dem Buch ist das schon aufgeklärt, aber wir bekommen zum Beispiel im ersten Teil nicht so einen großen Einblick darauf, was passiert ist, wie es passiert ist und wer überhaupt involviert war, I guess, so größtenteils. Deswegen bleibt das für uns als Leser tatsächlich noch so ein Mysterium in a way. Und ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten beiden Teilen weitergeht. Das ist nicht labeled Dark Romance. Es hat wirklich so Elemente, so Dark Romance, I guess, Elemente, I guess, in a way, weil wirklich groteske Themen auch angesprochen werden und so. Und deswegen da bitte auch Content und Trigger Warnings angucken. Aber es ist halt wirklich eher so eine morally grey, so ein bisschen in die Richtung Dark Romance, aber nicht wirklich. Weiter mit Red King und Blue King von Cari Tenero, Leute. Der King New York-Reihe von, wie gesagt, Cari Tenero. Das ist der erste Teil. Und das ist der zweite Teil. Und Leute, ich habe den dritten Teil auch schon da, aber ich habe die beiden Bücher gelesen, Leute. Ich habe es derbe geliebt. Ich habe es unglaublich geliebt. Ich habe die inhaliert, Leute. Die Teile sind so unfassbar gut. Und by the way, sind die auch sehr, sehr gut für Dark Romance Anfänger, weil der erste Teil, der spricht so ein paar Themen an, aber er ist trotzdem echt sehr, sehr leicht. Also es ist wirklich sehr, sehr leicht Dark Romance. Der zweite Teil wird damit schon ein bisschen darker und der dritte Teil soll anscheinend echt sehr herzzerreißend sein. Das Ding ist, ich habe den dritten Teil da, aber ich habe den wirklich noch nicht ausgepackt, weil, ich weiß nicht, ich habe so Angst vor diesem dritten Teil, weil die, die das schon gelesen haben, haben mir nämlich gesagt, Jessie, du wirst heulen, du wirst schreien, du wirst aggressiv werden, weil das wird dich wirklich zerreißen. Der dritte Teil soll an sich also wirklich eine richtig große Achterbahnfahrt der Gefühle werden und ich bin so gespannt auf diesen dritten Teil, weil erstens, ich muss wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich muss wissen, wie es um Tess steht und Leute, es ist auch, also die ganze Reihe ist so slow reverse horror. Ich bin unglaublich gespannt. Ich bin aber, glaube ich, noch nicht bereit dafür. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der untersten Reihe. Und ich glaube, in dieser Reihe habe ich wirklich bis jetzt die wenigsten Bücher gelesen. Wir fangen erstmal an mit all den Büchern, die ich von DC Odessa habe. Ja, ich weiß, ich habe da oben zwei DC Odessa Bücher stehen, aber die passen wirklich einfach nicht mehr hier runter, um bei denen mit drin zu sein. Deswegen, ich würde sagen, ich fange einfach an. Okay, also die ersten Bücher sind die ersten vier Teile der Dark Glow-Reihe heißen die. Das soll auch Starker Romance sein und soll echt krass dark sein, also es ist wirklich sehr crazy sein. Ich habe die ersten vier Bücher, ich glaube es gibt insgesamt sechs, wenn ich mich nicht irre. Genau, ich habe auch noch keins davon gelesen, Leute. Ich bin aber unglaublich gespannt, weil, wie gesagt, die sollen sehr dark werden und bei Starker bin ich auch schon direkt sold. Deswegen, ja, we will see. Und Dark Knight Glow ist der erste Teil. Okay, Freunde, dann geht's weiter mit Would I Love. Das Buch ist in der letzten Zeit irgendwie echt stark auf TikTok viral gegangen und es soll so richtig Pretty Little Liars Vibes geben. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, was das Buch angeht, aber ich kann mir absolut nichts darunter vorstellen. Deswegen, I really don't know. We will see. Dann kommen wir zu den letzten beiden Büchern von DC Odessa und das ist einmal Berührt, bis du mich liebst. I don't know. I really don't. Und dann haben wir einmal Verliebe dich besser nicht. Genau. We will see. Ich weiß nicht, ihre Bücher sind halt wirklich echt schön. Die sind so schön bunt. Wirklich mal Dark Romance, aber anders. Weil Dark Romance ist normalerweise wirklich alles so schwarz. Ich meine, ihr seht selber. Aber beide Bücher auch noch nicht gelesen und sehr gespannt. Okay, und dann machen wir nämlich weiter mit fünf Büchern von Alessia Gold. Und also The Gang. Also by the way, die sind alle, habe ich das gerade schon gesagt, von Alessia Gold. The Gang ist Reverse Harem, das sind drei Teile. Die sind auch wirklich wunderschön, Leute. Ich liebe die Farbkombinationen. Genau, Deutsch Dark Romance, Reverse Harem. Unglaublich, direkt mein Ding. Also wirklich, ich bin auch sehr gespannt. Vor allem, weil das auch wirklich, da steht, ich meine, da steht wirklich drauf, wir wollen deine Seele. Also es kann wirklich sehr, sehr dark werden. Also ich schätze, es wird wirklich sehr, sehr dark. Vor allem, weil es mir auch unglaublich oft auf TikTok angezeigt wurde und auch empfohlen wurde, weil es halt wirklich sehr dark ist. Und you guys know I love my dark twisted shit. So, we will see. Twin Deal von Alessia Gold. Das ist nämlich verkauft an was? Achso, an zwei Brüder. Das war's. Verkauft an zwei Brüder, Leute. Und I guess das sind Zwillinge, weil Twin? I guess it's gonna be verkauft to Twin Brothers. Aber we will see. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil Dark Romance und verkauft. Why verkauft? Warum wurde sie verkauft? Checkt ihr, was ich meine? Okay, we will see.
Ich sag die ganze Zeit, we will see, aber es ist halt so, we will see. Ich weiß es nicht. Okay, dann habe ich hier ein Buch, das mir geschenkt wurde, und zwar Darker Than Night von Mika Heland. Das ist Bad Hero Romance. Also I guess in a way auch nicht groß Dark Romance. Ich weiß nicht, ich habe das Buch auch noch nicht gelesen. Er ist die Dunkelheit, der sie zu entkommen versucht. Aha, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Ich werde es lesen, rezensieren und wir werden sehen, wie es ist. So, kommen wir jetzt zu Fucking Wild Beasts von Sarah Rivers. Die Teile sehen auch wunderschön aus und ich habe auch absolut keine Ahnung, worin es in den Teilen geht. Ich habe mir den Klappentext einmal ganz kurz durchgelesen gehabt, aber genau, ich weiß nicht. Ich meine, da steht, du wirst uns gehören. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch komplett Reverse Harem und ich liebe es. Im zweiten Teil steht also... Das ist der erste Teil, genau. Im zweiten Teil steht dann, wir wecken deine Dunkelheit. Und im dritten Teil steht dann, wir retten deine Seele. Okay. Okay. Dann haben wir hier noch Meet Me in the Dark von Kylie Bellrose. Auch keine Ahnung. Es soll Mafia-Romance sein. And that's all I know about this book. Aber es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Und ja, bei dem, wir werden sehen. Dann habe ich hier 4 Bücher, ebenfalls von Michelle Tate, genauso wie Spieglein. Und Leute, ich bin richtig, richtig gespannt, weil hier Deepest und Darkest soll unglaublich gut sein. Es soll so, ich weiß es nicht, es soll wirklich Psycho sein, auch so richtig dark und so. Ich bin richtig gespannt. Und die sehen wirklich wunderschön aus, Leute. Oh, habe ich auch noch nicht gelesen. Leider. Und dann habe ich hier Downfall, Leute. Und ich liebe ihre Bücher. Die sehen wirklich so, so wunderschön aus, Leute. Ich bin auch richtig gespannt auf diese Bücher. Ich weiß gar nicht, wirklich... Jetzt, wo ich auch nochmal dieses Video mache, merke ich, es sind so unglaublich tolle Bücher, Leute. Es sind so unglaublich tolle Bücher. Die hören sich alle unglaublich an, aber ich habe einfach keine Zeit. Checkt ihr, was meine? Meine TBR, also mein Sub, mein Stapel ungelesener Bücher, so, ist so weit hoch. Also es ist so lang. I don't have time. Ich brauche wirklich mehr Stunden am Tag. Diese 24 Stunden am Tag, Leute, das reicht mir nicht. Okay, Freunde, kommen wir jetzt zu den letzten 4 Büchern, Leute. Und dann haben wir es auch schon geschafft, Leute. Und das ist einmal, ihr seht schon, Very Bad Kings, Leute. I don't know. Sehr debattiert auf BookTok, TikTok, whatever. Weil die einen lieben es, die anderen nicht. Und ich weiß gar nicht, wo ich wirklich stehe. Ich weiß wirklich nicht, wo ich stehe. Also ich habe den ersten Band, also ich habe es gelesen. Es hat mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich jetzt sagen musste, ich brauche unbedingt den zweiten Teil. Ja, es hat in a way schon einen Cliffhanger am Ende und die Geschichte ist wirklich sehr gut. Also es ist auch University. Die Thematik dahinter ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also die Geschichte, die Storyline, so, das meine ich, ist unglaublich gut. I loved it. Aber wenn es dann dazu kommt, so Wortwahl und auch manchmal so die Schreibweise und so, I don't know, ich war manchmal wirklich so... Weiß ich wirklich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob, ich glaube, es sind jetzt, ich glaube schon 7 Bände, oder? Sind es nicht 7 Teile schon? Ich weiß es nicht. Weiter mit Beauty in Deception, also Schönheit in der Täuschung von Charmaine Pauls. Es ist ebenfalls ein englisches Buch, was ins Deutsche übersetzt wurde. Ich bin auch richtig gespannt, um was es wirklich darin geht. Ich habe es, wie gesagt, auch noch nicht gelesen. Wir werden sehen, wie das sein wird. Und Leute, jetzt kommen wir zu den letzten beiden Büchern, Leute. Und das sind beide Bücher von Annie Thorne, Leute. Das ist einmal Deine Freiheit gehört mir und Deine Liebe gehört mir. Genau, ich habe den ersten Teil Deine Freiheit gehört mir schon gelesen, Leute. Es war unglaublich toll. Es ist Russian Dark Romance Mafia. Er sitzt im Gefängnis, sie ist Journalistin, sie geht zu ihm. Und geriet in eine komplett neue Welt, sagen wir es so, okay? Und sie erfährt... In a way auch, wer sie wirklich ist und er ist so eine sehr, sehr große Hilfe für sie darin, so I guess in a way. Und ich fand es sehr, sehr toll. Ich hab's sehr gemocht, ich fand es echt toll. Und ich bin sehr gespannt auf den Teil, weil darin geht es um Maxim. Und Maxim lernen wir in dem ersten Teil schon kennen. Und ich habe ihn sehr gemocht. Er ist sehr dark, er ist sehr crazy und ich bin sehr gespannt, wie es darin, also in dem Buch gehen wird. Deswegen, ich gebe auf jeden Fall Updates. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Das war es auch schon. Das waren alle meine deutschen Dark Romance Bücher und I know, ich weiß, es ist echt sehr, sehr schade. Es sind mehr ungelesen wie gelesen, aber Leute, wie gesagt, zu wenig Zeit, zu viele gute Bücher. Aber schreibt mir auf jeden Fall gerne weitere deutsche Dark Romance Bücher sowie englische Dark Romance Bücher in die Kommentare. Vielleicht gibt es welche, die unglaublich gut sind, aber ich noch nicht habe. Und ihr wisst ja, Bücher kaufen und Bücher shoppen sind zwei so unterschiedliche Hobbys. I need more recommendations. Wenn ihr schon dabei seid, Leute, dann schreibt mir auf jeden Fall Video-Wünsche in die Kommentare und dann schaue ich, wie ich das Ganze umsetzen kann. Checkt mein TikTok aus und mein Instagram, Leute. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche bei einem neuen YouTube-Video. I love you guys und...